Etwas skeptisch blickte Bayern-Trainer Louis van Gaal schon drein vor dem Spiel seiner Mannschaft in Regensburg. Immerhin sein Kapitän Marc van Bommel gab gestern sein Comeback nach der Verletzungspause. Die Bayern von Beginn an tonangebend und mit der ersten Torannäherung durch ihren Kapitän. Van Bommel prüft Sattelmeier, aber der ohne Probleme beim Schuss des Holländers. Bayern mit Luca Toni, Sosa, Ottl, Baum, Johann und Lell in der Startformation selten so kombinationssicher wie hier. Tobias Schlauderer mit dem einzigen rüderen Foul der Partie sah zu Recht die gelbe Karte. Die Bayern zwar feldüberlegen, aber noch ohne echte Torchance bis zu diesem Schuss von Andreas Ottl, noch abgefälscht von Luca Toni. Der Jan dagegen konterte gefährlich über Alexander Maul und Dennis Berger. Und der Österreicher hatte sie, die Riesenchance zur Führung, aber knapp daneben. Jetzt nahm die Partie Fahrt auf. Schöner Pass, Van Bommel und dann die bis dahin beste Bayern-Chance durch Sosa. Aber Tobias Schlauderer kratzt den Ball von der Torlinie weiter 0:0. Und der Jan wurde immer frecher. Peter Stoilov tanzt nicht zum ersten Mal Breno aus. Sein Schuss, kein schlechter Versuch des Tschechen. Wieder der Jan. Freistoß Stefan Binder. Auch nicht schlecht, aber einen Meter zu weit rechts. Was machte eigentlich der Weltmeister? Luca Toni. Da war er plötzlich, aber sein Drehschuss geht über den Jan-Kasten. Solche Chancen sollte man auch mal nutzen, wenn man bei Bayern in die Startelf will. Mama mia. Kurz vor der Pause. Stoilov unbedrängt und Jürgen Schmidt an die Latte. Klasse Zusammenspiel der beiden Jahnstürmer. Jürgen Schmidt mit dem Außenriss, da wäre Rensing wohl machtlos gewesen. Noch ein Bayern-Freistoß und dann war die erste Hälfte auch schon rum. Beim Jahn 4 neue nach dem Wechsel. Einer davon Marco Haller. Und der mit Auge und Gefühl auf einen anderen neuen, Anton Schinder. Das 1:0 für den Jan. Ja, Sapperlott. Klasse Tor des Regensburger Eingewächses. Lell sieht da ganz alt aus. Und Rensing ohne Abwehrchance gegen Schinders Flachschuss. Der Jan führte gegen den deutschen Rekordmeister und wie würde der jetzt reagieren? Mit Luca Toni. Schön vorbei an Maul, aber harmlos sein Abschluss gegen den ebenfalls eingewechselten Bastian Becker. Dann wieder Luca Toni nach dieser Ecke. Knapp drüber, sein Kopfball. Und dann schon die letzte Bayern-Chance. Durch Lell, der schießt Luca Toni an. Das war's. Der Jan schlägt den großen FC Bayern mit 1:0 und Luca Toni hatte noch eine Botschaft an seinen Trainer. Ich bin bereit. Ciao. Wir sind hier hingekommen, um wieder Minuten zu machen. Also für mich und Luca war das ein Spiel, um Minuten in die Beine zu kriegen. Und natürlich, das Ergebnis ist nicht gut, aber das muss man nicht überbewerten. Das ist ein Freundschaftsspiel und wir hätten auch ein Tor schießen können. Also von daher ist das Ergebnis heute nicht wichtig. Stinkt es eins trotzdem, wenn man gegen eine Drittligamannschaft 1:0 verliert? Ja. Mit Sicherheit. Wir haben uns vorgewandt, hier zu gewinnen, ein richtiges Testspiel zu machen, über 90 Minuten zu gehen. Und deswegen wollen wir immer gewinnen und auch heute. Ist das so ein Tor, das man sich einrahmt und sein Leben lang nicht vergisst? Ja, natürlich. Das bleibt für immer in der Erinnerung. Und ja, komme ich jetzt heim, mache ich 1:0 und Anton Schinder hat das Tor gemacht. Also. Was gibt mehr Selbstvertrauen als ein Sieg gegen Bayern? Momentan fällt mir nichts ein. Ihm fiel auch nichts mehr ein. Wort- und kommentarlos verließ Louis van Gaal.